Hallo, ich bin Galina. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie man den Stoff auf Stoff klebt oder wie eine Stoffbespannung gelingt. Dazu benötigen Sie mehrere Stoffe, Bilderrahmen und Schere. Zum Kleben können Sie so eine Klebepistole benutzen. Solche Folien dienen ganz gut als Schmelzkleber beim Bügeln. Die können Sie aus einer Tüte ausschneiden oder einfach ein Textilkleber. Schneiden Sie aus dem Stoff, mit dem Sie Bilderrahmen bespannen wollen, den Streifen aus, nach der passenden Größe. Drehen Sie den Bilderrahmen um und mit Hilfe der Kleberpistole drücken Sie den Kleber aus. Kleben Sie vorsichtig einen Stoff auf den anderen, solange der Kleber noch heiß ist. So schaffen Sie auch schöne Bilderrahmen für Ihre Fotos. Also wenn hier das Ganze beklebt wird, so entsteht ein schönes Kunstwerk. Eine weitere Möglichkeit ist, falls Sie den Textilkleber benutzen, erstmal den Stoff zu falten und so einen Streifen zu bügeln, dass man zwischen diesen zwei Stoffen den Textilkleber auftragen kann und zusammenkleben. So würde dann der zusammengeklebte Stoff aussehen. Die letzte Möglichkeit ist, mit Hilfe so einer Folie beide Stoffe zusammenzukleben, indem man zwischen diesen beiden Stoffen die Folie hinlegt und mit dem Bügeleisen auf der höchsten Stufe beide Stoffe bügelt. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, wird nichts mehr schiefgehen. Viel Spaß damit!